Hallo Bierfreunde, es ist mal wieder Zeit. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht. Nicht Pause mit dem Bier trinken, aber mit Videos. Weiß nicht genau warum. Aber jetzt habe ich wieder Zeit. Es ist Sonntag. Ich trinke ein Bier. Es ist der Sonntag von vor einem Montag, an dem ich Geburtstag habe. Deshalb habe ich mir jetzt schon mal was Besonderes rausgesucht. Also ich suche mir eigentlich immer was Besonderes raus, aber jetzt ist schon sehr besonders. Es ist so besonders, dass es schon wieder ausverkauft ist. Dummerweise, ich bin halt etwas spät dran, aber wir haben in der bewussten Brauerei, ich gleich ein Bier verkoste, noch mehr im Sortiment. Also fangen wir mal der Reihe nach an. Es ist schön. Es ist eine sehr schöne Flasche. Es ist eine Fata Morgana von einer Flasche und sie kommt aus Schweden von Omnipollo. Fata Morgana Imperial India Pale Ale. Und Omnipollo-Flaschen sehen alle ziemlich geil aus. Die haben so ein randloses, ja, minimalistisches und auf der Rückseite ist auch nicht so viel drauf. Famos. Der Schwede an sich ist ja ein Ästhet und er kann es mit dem Bier. Zumindest, wenn es nicht bei Ikea im Regal steht. Also nein, bei Ikea. Ne? Also wir haben Ikea-Regale im Laden, da stehen Biere drin, die sind cool. Aber es gibt auch Bier bei Ikea, nicht cool. Probiert das ruhig mal, aber ich, ganz ehrlich, das taugt nix. Seid mir nicht böse, Freunde von Ikea. Ihr macht tolle Regale, ja, aber bleibt einfach dabei. Macht das, wir besorgen das Bier, stellen das in die IKEA-Regale und ihr bleibt bei euren. Ne? Gut, Deal. Ich mache das auf. Ich bin nämlich ganz gespannt. Kommt schon ein bisschen was hoch. IPA-Glas, selbstverständlich. Ihr merkt vielleicht, ich muss auch noch ein bisschen üben. Ich habe meine Kameraperspektive verändert. Die steht jetzt, das steht so ein bisschen höher. Irgendjemand hat gesagt, ich sehe so fett aus. Das kann man verhindern, wenn man von oben mehr kommt. Schüttel ich jetzt die, ja, ich schüttel das auf. Schön die Trübung mit. Ja, überhaupt, das Feedback beim letzten Mal war gut. Hat mich gefreut. Es haben auch drei Leute, glaube ich, kommentiert. Dank euch besonders, dass ihr es kommentiert habt. Aber es haben auch so Leute gesagt, macht das ruhig weiter mit den Videos. Und wenn ihr nur fünf seid, ich mache weiter. Ich trinke jetzt wieder Bier vor der Kamera. Fata Morgana von Omnipollo. Ein schönes, trübes Imperial IPA. Ja, es riecht so leicht biestig schon der Hopfen kommt da schon durch, aber Frucht kann ich jetzt nicht klar identifizieren. Also das ist, glaube ich, sehr komplex. Cheers. Oh ja. Das macht Spaß. Aber das ist komplex. Das ist jetzt nicht so geradlinig klar erkennbar. Es ist ziemlich viel passiert da. Es hat Körper, es hat schöne Cremigkeit. Das hat auch ein bisschen Frucht in verschiedenen Richtungen. Also ich finde das immer noch nicht so klar identifiziert, wohin das geht. Und es ist gut bitter. Es ist sehr gut bitter. Aber nicht unangenehm. Imperial IPA at its best. Wirklich sehr gut, sehr gut. Imperial heißt ja immer erstmal vor allem eine höhere Stammwürze. Ne? Also ein Pale Ale hat, so ist so die typische Trinkbier, Kategorie. Das India Pale Ale kommt dann mit einer höheren Stammwürze. Dementsprechend auch mehr Alkohol und mehr Hopfen. Und dann kommt nochmal das Imperial IPA obendrauf. Und das ist nicht unbedingt was für den Einstieg. Es ist auch nicht was für das erste Bier am Abend. Das ist schon eher Richtung Ende, schon wenn Bittertoleranz da ist, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Und auch sehr schön sollte man mal probieren, solche Imperial IPAs, wenn sie etwas süßlicher sind. Das ist das hier nicht.
Aber wenn man so ein süßlicheres IIPA hat, dann gerne mal zum Nachtisch. Ja, Süßspeise oder so. Das ist cool. Das ist, glaube ich, eher hier so ein Hauptgerichtbegleiter. Ja, doch. Es hat auch Harzig. Das ist schon, ja, das hat so ein nicht alleine Frucht. Kommt auch ein bisschen was Harziges, so ein Pinienmäßiges, fast ein bisschen grasig. Ja, famos. Gebraut wird es, glaube ich, also Omnipollo hat keine eigene Braustätte. Im Sigtuna Brühhus. Von denen hatten wir auch schon mal was im Sortiment. Auch eine coole Brauerei. Und Omnipollo selbst sitzt halt in Stockholm. Ja, also kauft die anderen Sachen. Das gibt es jetzt hier. Fata Morgana gibt es, glaube ich, nicht mehr. Wir haben noch ein richtig geiles Stout, auch eine Gose mit Mango. Und ich meine ein weiteres Imperial IPA mit Vanille. Also schaut mal bei uns im Shop und ansonsten weitermachen. Wir sehen uns. Cheerio.